Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. In der letzten Folge haben wir das Aquarium ja schon beendet und haben hier bei den Tieren ein ganzes Stück weitergebaut. Hier fehlen jetzt noch die Aufgänge und hier hinten fehlen noch ein paar von den Ziegelsteinen. Also müssten wir heute eine kleine Expedition machen. Ich zeige euch, wie ihr Ziegelsteine produzieren könnt, wie man die Sachen dafür findet und so weiter. Dafür sucht ihr euch hier so ein Pool, so eine Wasserfläche. Muss ich gerade mal gucken, ob ich überhaupt Platz habe. Das. Ja, das ist jetzt nicht so. Wir laden erstmal schnell ab. Damit wir schnell vorankommen, werde ich jetzt erstmal den Flugmodus öfters benutzen. Damit wir in den Folgen mehr schaffen. Das ist bei uns auf dem Server nichts Besonderes. Viele finden das wahrscheinlich auch Cheating und so. Aber bei uns auf dem Server, da müsst ihr halt jeden Tag ganz schön viele Strecken zurücklegen. Oh, die lassen wir nicht hier drin. Die sind ganz. Das ist auch teuer. Das auch. Lieber mal die Materialien, die ganz wichtig sind und die wir nicht so viel haben, die tue ich lieber mal schützen. So, also wir nehmen uns unsere Schippe und suchen uns ein Gewässer. So wie hier. Und dann gucken wir mal rein. Hier sind keine Blöcke. Und zwar das. Nee, das auch nicht. So, also hier gibt es keinen Ton. Und hier gibt es, das ist Sand, 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 alles Sand. Okay. Dann suchen wir uns eine größere Wasserfläche. Ich glaube, hier hinten kommt irgendwie mehr. Ist aber vereist. Da ist das. Und reines Wasser. So. Wie ihr vielleicht jetzt hier, habe ich nicht was gehört. Ihr könnt vielleicht sehen, dass das hier so ein bisschen angekraut ist, wenn ich das jetzt angrabe. Dann fallen da so, seht ihr das denn, so runde Dinger? Und zwar wollen wir die sammeln. Hoffentlich wird es gleich Tag, dann zeige ich euch das bei Tag. Wir müssen jetzt eh noch einen Moment sammeln. Hier seht ihr, unter Wasser könnt ihr es besser sehen. Die sind so leicht grau und haben so, also bei Sphex haben die so leichte Schlieren drin. Jedes Mal, wenn ihr einen Block abbaut, bekommt ihr fünfmal Ton. Und wir müssen auf jeden Fall, das war knapp. Wir müssen immer gucken, dass wir nicht ersticken. So. Und wir wandern hier so ein bisschen durch die Gegend, bis wir dann genug gesammelt haben. Also ich würde sagen, wir sollten schon so lange sammeln, bis wir alles voll haben. Weil ich wahrscheinlich so. Ja. 6 bis 7 Stacks an Ziegelsteinen schon gebrauchen werde. Und da muss ich auch ein bisschen Vorrat noch haben. Deswegen können wir ruhig hier alles das mal voll sammeln. Das ist also sozusagen eine Sammelfolge. Schnell auftauchen. So. Und auftauchen. Gut, da ist noch was. Ihr seht, wenn ihr über dem Wasser abbaut, geht das wesentlich schneller wie unter Wasser. Ist also immer besser, wenn ihr euch über Wasser hinstellt und abbaut, dann kommt er viel schneller voran. Was war das? Ne, da ist nichts mehr. Gut, weiter da. Ich habe jetzt so ein bisschen Glück. Also früher war das sehr selten, dass man Ton gefunden hat. Das ist jetzt in letzter Zeit mehr geworden, aber es ist immer noch sehr selten. Und auftauchen. So, wir fliegen hier so ein Stück weiter und gucken, ob wir was mehr finden. Jetzt will ich aber hier in der Nähe von unserem Dorf, will ich jetzt nicht alles abbauen, weil ich das euch lassen will. Also ihr seht ja, da hinten sind ja wieder unsere roten Säulen. Das bedeutet, da ist unsere Stadtgrenze. Damit wir das jetzt hier nicht machen, wechseln wir jetzt einfach mal zu einem anderen Gebiet. Und zwar nehmen wir uns dafür das hier und springen dahin. Das ist jetzt ganz weit weg von da, wo unser Dorf ist. Und wir werden jetzt mal hier schauen, ob wir hier Ton finden.
Das mache ich eigentlich nur dafür, damit ihr jetzt nachher nicht irgendwie kein Material mehr findet ums Dorf herum. Am Anfang ist es ja ziemlich schwierig, sowas zu finden. Und ich kann ja schon auf der ganzen Welt hin und her, weil ich mir auch schon viele Punkte gesetzt habe. Tiefe Schluchten. Da ist immer schwierig mit Tauchen. Am schönsten ist es, wenn ihr euch irgendwie so flache Gewässer aussucht. Das hier könnte gut sein. In Wasser könnt ihr euch immer reinfallen lassen. Das ist nicht so schlimm. Und wir habt ihr es gesehen? Das ist alles Ton hier. So. Also gehen wir wieder über das Wasser. Graben die Flöcke ab. So. Und da. Das machen wir unter Wasser. Schnell. Und nehmen alles mit. Hier ist noch was. Auftauchen, Luft holen. Okay, da ist noch Kohle. Die werden wir auch mitnehmen, weil mir geht nämlich auch langsam die Kohle aus. Okay, und wir schweben weiter. Ich glaube, hier ist noch was. Nein. Und das ist alles so tief hier. Tintenfischer, 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 du bist gestrandet. Du bist gestrandet. So, wir gucken mal hier. Das sieht schlecht aus mit Ton. Das könnte noch Ton sein. Das ist aber Sand. So, wie sieht's hier aus? Sieht auch schlecht aus. So, hier im tiefen Wasser. Hier gibt es zwar öfters Tonfelder. Ganz tief da unten. Aber da müsst ihr auf jeden Fall euch vorher einen Tauchhut kaufen. Moment, schaffe ich das noch? Ja. Es gibt allerdings auch noch einen Trick. Ihr seht, sind ja solche Kästen. Wenn ihr da reinschwimmt, da ist Luft. Unter Wasser gibt es überall diese Luftblasen sozusagen. Da könnt ihr auch Luft holen. Aber leider ist das nicht im Tiefwasser so. Also ihr müsst hier immer gucken, dass ihr am besten mit dem Kürbis bei uns tauchen geht. Kürbisse haben wir nämlich jetzt eingerichtet. Mit Kürbissen könnt ihr als Taucherglocke zusammen tauchen. Jetzt gehen wir aus dem Wasser raus. Und wir... Was ist denn hier passiert? Komisch. Jetzt schweben wir weiter und gucken, ob wir noch mehr... Wie viel haben wir denn jetzt schon? Ah, ja, wir können noch mehr gebrauchen. Ah, so, und hier. Da. Das könnte... Das könnte, das ist Ton. So, und alles abbauen. So, und hier ist noch mehr Ton. Immer auf die Luft achten, damit da nichts passiert. Und auftauchen. Schnell! Gleich weiter. Vielleicht finden wir ja auch gleich einen Kürbis. Das wäre ja gut. Dann könnten wir das mal testen. Weil ich glaube, ich habe das selbst auch noch nicht getestet mit diesen Scuba Pumpkins. Wir halten gleich mal Ausschau beim Rumfliegen. So, das haben wir abgebaut. Da ist noch was. Und hoch. Da, nein. So. Nein, nein, nein. Schweb. So, ein Kürbis. Da kommen wir wieder ins offene Wasser. Wir wollen aber hier lieber flaches Wasser haben. Wir schweben mal hier entlang und halten Ausschau nach den Kürbissen. Okay.
Nein. Das könnte was sein. Das ist Sand. Aber da. So. Das ist Sand. Wir fliegen noch mal weiter. So, hier gibt es nichts mehr. Habt ihr schon einen Kürbis entdeckt? So, dann gucken wir mal hier. Das ist Sand, Sand, überall Sand. Hier ist Dings, Kohle. Die nehmen wir schnell mal mit. Und auftauchen, 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 auftauchen. So. Okay. Was war das? Nee, da war nichts mehr. So, und dann hier. Da ist nochmal. Hier ist es Sand. Aber hier ist ein Feld. So, schnell abgraben. Ist da noch mehr? Nee, gut, weiter. Okay, wie sieht's hier aus? Nein. Nur Tintenfischer. Wo ist er? Da. Da, Tintenfisch. Tintenfisch. In die Lava wollen wir auch nicht reinfallen. So. Wie sieht's denn hier aus? Da ist, glaube ich, noch was. So. Da ist noch ein Feld. Und wie viel haben wir jetzt? Na, es ist leider noch nicht so viel. Aber ich werde jetzt erstmal mit euch zurückfliegen und euch zeigen, was ihr als nächstes damit machen müsst. Und dafür müssen wir jetzt mal so ein bisschen anpeilen, wo es hier entlang geht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir zu den Markierungen fliegen müssen oder zu denen. Wir machen das. Wie seid ihr denn da oben hingekommen? Das ist eine sogenannte Admin-Landeform. Hier können die Admins sich draufstellen, können dann gucken, was ihr unten für eine Scheiße baut. Oh, Entschuldigung, Scheiße darf man nicht sagen. Ich glaube, Scheiße darf man so im Let's Play sowieso nie sagen, oder? Was meint ihr? Darf man Scheiße in einem Let's Play sagen? Naja, ich weiß nicht. So, und dann weiter hier. Was mich ein bisschen gewundert hat, hier in den neuen Gebieten gibt es sehr viele Berge, die komplett aus Kies bestehen. Also mein Kiesproblem für unsere Stadtmauer hat sich, seit ich das entdeckt habe, komplett gelöst. Und was auch lustig ist, ist, wenn man den untersten Block einmal angräbt und dann der ganze Berg abstürzt. Ja, aber ich wollte euch jetzt zeigen, was ihr mit den Tonsachen macht. Genau, wir landen und jetzt geben wir einfach ein Slash Home. Und dann zeige ich euch, was ihr damit machen könnt. Ihr geht dann zu euren Brennöfen und stopft diese Lehmkugeln einfach hier rein. Das machen wir jetzt mal mit allen. Ziemlich viele Brennöfen mir aufgebaut, weil ich immer sehr viel Material brauche. Ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt, warum ich Steine in den Öfen drin habe. Das zeige ich euch gleich, während die
Lehmblöcke am Backen sind, zeige ich euch, was wir mit den anderen Sachen machen. So. Das war auch schon der Lehm. Jetzt gehen wir hier hin und für die Stadtmauer benötige ich. Es gibt ja verschiedene Sorten von Steinen. Wenn ihr mit einer normalen Spitzhacke was abbaut, dann kriegt ihr diese Pflastersteine. Pflastersteine sehen so aus. Also, das ist ein Pflasterstein. Jetzt bei Sphex. Es kommt immer darauf an, welche Grafikoberfläche ihr benutzt. Also ich habe zum Beispiel als Ressourcenpack Sphex. Und das macht diese Comic-Grafik. Ich finde die eigentlich ganz nett. Aber manchmal spiele ich auch mit anderen Texturen. Und das können wir vielleicht das nächste Mal testen. Dann zeige ich euch, wie meine Welt mit verschiedenen Texturen aussieht. Das ist also ein Pflasterstein. Man sieht hier grobe Steine durch das Abbauen. Die normalen Wände auf der Welt sehen so aus. Das sind Cleanstones, also normale Steine. Aber wir wollen für die Stadtmauer noch was anderes haben. Und zwar Steinziegel. Die werden folgendermaßen gemacht. Ihr nehmt einfach diese Steine und setzt die in so einem Viererkarree. Und dadurch können wir dann diese Steine machen, Steinziegel. Und zwar setzt ihr am besten immer ganze Blöcke hier rein, dann geht es am schnellsten. So. Oder ihr macht es so, ihr klickt auf das erste Feld und zieht einmal so im Kreis und verteilt dann alle gleichmäßig. So, jetzt haben wir wieder mehrere Stacks davon. Die bauen wir wieder ab. Ihr seht, ich habe den abgebaut und dann wurde er zu so einem Pflasterstein. Wenn ihr wieder wollt, dass aus so einem Pflasterstein normal, also so ein Cleanstone wird, so einer, dann müsst ihr die in den Backofen tun. Das können wir jetzt auch mal machen, weil ich nämlich gerade ziemlich großen Bedarf an diesen Steinen habe. Wir packen die anderen mal hier unten rein. Vielleicht denkt ihr jetzt, das ist ja, die Kiste ist ja schon halb voll mit den Steinen. Das reicht mir für die Stadtmauer bei weitem nicht aus. Deswegen nehmen wir jetzt hier alle Kisten, alle Backöfen, die nicht gerade in Betrieb sind. Die tun wir jetzt wieder auffüllen damit. So. Und so. So. Da kriegen wir sogar noch ein paar mehr unter. Die sind alle am Brennen. So. Da ist ein Hühnchen drin. Und hier unten. Dann packen wir uns gleich noch welche ein. Mal kurz sortieren. Wofür, das zeige ich euch gleich. Hier ist zum Beispiel schon fertig. Da können wir gleich das nächste Päckchen reinlegen. Jetzt gehen wir hier hin, nehmen die Cleanstones, machen wieder hier Päckchen. So und so. Machen wir die richtigen Steine da draus. Jetzt gucken wir mal, ob schon ein Backofen fertig ist. Ah, sind gerade alle noch im Betrieb, dann laufen wir ein bisschen auf und ab. So, wir können mal gucken, ob es hier noch Kohle gibt. Falls ihr mal keine Kohle mehr habt, das ist ja Steinkohle, diese runden Dinger, dann könnt ihr auch Holz nehmen und tut die in so einen Backofen, dann bekommt ihr Holzkohle. Das geht auch. Oder ihr könnt auch Lava in die Backöfen reintun. Lava hält am längsten, aber das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass das mit der Kohle am besten geht. Und zwar ist das so, wenn ihr genug Holz gesammelt habt, dann ist es sogar vielleicht praktischer, wenn ihr einfach das Holz verballert für das
Herstellen von Materialien. Ich habe also zum Beispiel hier ziemlich viel Holz für die verschiedenen Sorten, bis auf diese Holzsorte, nämlich Akazienholz, das ist ziemlich neu. Und momentan besitze ich noch nicht mal einen einzigen von den Setzlingen. Das heißt, ich kann auch nicht mal meine Kiste beschriften, weil ich das nur mal zufällig gefunden habe. Hier diese Schwarzeichen. Mit denen baue ich gerade unsere Stadtmauer. Ein schönes Baumaterial, richtig schönes dunkles Holz. Davon habe ich in der Zwischenzeit schon genug Setzlinge. Also ich habe die mitgenommen und habe wieder neu gesetzt, wo ich geerntet habe. Aber von denen hier fehlt mir noch alles. So. Mal gucken, ob wir irgendwas abladen können. Das Hühnchen. So, und dann haben wir noch Glowstones und Schwämme. Schwämme sind, glaube ich, hier. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, was haben wir hier noch? Sand. Sand. Alle Steine, Erde und so weiter. Das ist hier drüben mit dem anderen Gebäude. Da haben wir noch Wolle, die können wir gleich gebrauchen. Die Quarzsäulen brauchen wir auch für die Stadtmauer. So, wie sieht es denn jetzt aus? Ist immer noch alles am Laufen. Dann können wir die Glowstones noch wegpacken. Kann ich euch auch zeigen, wenn ihr Glowstones abbaut und ihr habt keinen Silk-Touch auf eurer Waffe, dann kommt da Staub raus. Aber diesen Staub könnt ihr wieder zurückverwandeln in Glowstones. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, wir müssen 9 Felder machen und dann kriegen wir einen Glowstone. Nee, dann waren es 4 Felder. Genau, so. Nehmen wir wieder alle. Machen hier einmal so. Dann machen wir so. Dann haben wir wieder 11 richtige Steine. Gut. Das sind übrigens Nessa-Warzen. Die braucht ihr zum Brauen von Tränken. Es gibt also Geschwindigkeitstränke und Stärketränke und so weiter. Das könnt ihr alles in unserem Brauhaus machen. Das zeige ich euch dann nach einer extra Folge mal. Jetzt gucken wir mal, was unsere Brennöfen hier machen. Die sind alle noch tätig. Ich zeige es euch mal mit den 4 Ziegeln. Wenn ihr jetzt so ein Karree wieder macht, dann bekommt ihr diese Ziegelsteine. Und von diesen Ziegelsteinen, da brauche ich zum Beispiel für unsere Mall, also für unseren Supermarkt, brauche ich welche fürs Dach. Ich brauche die für das Hochhaus von den Tieren und so weiter. Und als Untergrund für kleine NPC-Häuser benutze ich das manchmal. Da muss man eine ganze Menge von diesen Dingern sammeln. Und wie das halt so ist, ich benutze natürlich immer die Sachen, die mir gerade fehlen. Wir können ja mal gucken, hier haben wir als erstes reingetan. Hier laufen noch 12 Stück. Ihr müsst auch immer so ein bisschen in der Nähe bleiben von euren Öfen. Wenn ihr weggeht, dann brennen die nicht weiter. Die hören dann auf damit. Also muss man dann immer hier so ein bisschen verharren und muss dann gucken, was man sonst so macht. Wir können jetzt gerade ein bisschen Hunde streicheln. Na, ihr Hundis. Hallo, Hundis. Na, wie geht's? Brave Hundis. So, mein kleiner Teich. Keine Tintenfische. Machen wir kurz einen kleinen Badeausflug. Paddeln so ein paar Bahnen, während wir auf die Backöfen warten. Und dann gucken wir mal. Wir sind alle noch am Laufen. Aber es müsste jetzt gleich fertig sein. Wie sieht's aus? Noch 6 Stück. Ja, ich zeig's euch einfach mal an denen. Ach ja, ihr bekommt übrigens auch Erfahrungspunkte dafür, wenn ihr das macht. Das seht ihr immer hier. Ich bin jetzt Level 10. Wenn ihr da genug Erfahrungspunkte gesammelt habt, dann könnt ihr damit zum Beispiel eure Rüstung verzaubern. So, wir machen hier wieder so ein Viererkarree und dann kommen Ziegelsteine raus. Jeweils 4 von den Ziegeln ergeben einen Ziegelstein. Ihr seht, es ist ziemlich aufwendig,
Ihr müsst ziemlich lange suchen und das Ganze ziemlich lange farmen, bis ihr genug Material zusammen habt. Ja, das könnte ich euch noch zeigen, während wir jetzt hier warten. Wir gehen mal nach oben, weil das ist ja eigentlich mein Arbeitsbereich und hier oben ist mein privater Wohnbereich. Das ist ein bisschen peinlich, weil mein privater Wohnbereich nämlich noch überhaupt nicht ausgebaut ist. Ich muss ganz dringend mal meine Wohnung einrichten. Schön Bilder an die Wand, vielleicht ein paar Glasscheiben eingebaut. So, und da sind die Öfen fertig. Wir nehmen uns jetzt alles raus und tun dafür die Pflastersteine rein. Ihr seht, es ist halt, viele wundern sich, wo ich immer die ganzen Materialien her habe, aber so hinter den Kulissen ist das halt auch immer ziemlich viel Arbeit, die ganzen Sachen zu sammeln. Haben wir noch mehr Pflastersteine? Dann können wir gerade noch mal welche hinterher setzen. Ja, das sind auch alle weg. Okay. Den da rein. Wie sieht es hier aus? Das kommt raus. Da, das sieht aber schlecht aus. Da müssen wir uns ein bisschen Kohle holen. So, und auffüllen. Okay. Und wir setzen wieder die Ziegelsteine so im Quadrat und bekommen dafür unsere Ziegelblöcke. Okay. So. Ihr seht, also unsere ganze Arbeit, die wir uns heute gemacht haben, in den 20 Minuten, die wir jetzt spielen, sind zweieinhalb Blöcke oder zweieinhalb Stacks mit Ziegelsteinen. Ist nicht sehr viel. Und die habe ich nachher innerhalb von wenigen Minuten verbaut. Und da seht ihr mal, wie viel Arbeit es macht, sowas aufzubauen. Und wir tun ja tatsächlich auf unserem Server hier alles immer richtig sammeln. Wir tun es nicht irgendwie zusammen cheaten oder so. Wir benutzen zwar diesen Flugmodus, aber das ist auch schon alles, was wir hier benutzen, um schneller voranzukommen. Der ist falsch hier. Der muss nämlich da rein. Okay. Soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen, was ihr noch nicht wusstet. Oder konnte euch ein bisschen Kurzweil bringen. Es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und oh, dafür fehlt noch ein Stein. Es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr vielleicht morgen auch wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.